Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. Wir brauchen einen neuen Auftrag. Einfach einen neuen Auftrag. Müssen wir eigentlich pennen gehen. Wir gucken erstmal, was es für Aufträge gibt. Und dann... Wow. Es gibt ganze zwei Aufträge. Einen mega langen und einen nach dort. Was hätten wir in Magdeburg? Nicht viel Gescheiteres. Dann nehmen wir doch tatsächlich den da. Die Sporten. Fahrt vorsichtig. Ja. Machen wir. Rotten gibt's hier, oder? Sehe ich das falsch? Richtig. Hier gibt's die. Da ist der Anhänger. Das steht aber nicht sehr geschickt. Der steht nicht wirklich geschickt. Wenn ich das mal so sagen darf. Fertig zum Losfahren. So. Jetzt haben wir dann keinen Gang drin. So, das ist unsere neue Ladung. Oh, da ist sogar ein Stapler hinten dran. Schick, das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Seit wann ist das denn? Da müssen wir raus. Frage ist, nehmen wir jetzt gerade den einfachen Weg oder drehen wir hier erstmal? Oh, da kommt ein... Wie geil ist das denn? Mähdrescher. Und es ist weggespawnt. Schade. Biege nach links ab. Ja. Links. Falsche Taste erwischt. Da müsste frei sein. Demnächst links abbiegen. Ja. Biege nach links ab. Soltau. Heidepark ist doch in Soltau, oder? Fällt mir da gerade ein. Heidepark Soltau. Ich weiß ja, woher ich den Namen kenne. Ich war noch nie dort, aber... den Heidepark kenne ich natürlich. Grün. Kam mir bekannt vor, der Name, aber ich konnte ihn nicht zuordnen. Jetzt fällt es mir ein. Oh, da stehen Fahrräder. Fußgängerampel. Tut die? Geht die auch auf Rot? Das wäre natürlich richtig schick. Es sind viel zu diese Details, die halt einfach den Euro Truck Simulator ausmachen. Wo es, denke ich, auch vielen anderen... Also wie zum Beispiel OTR. Auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Also On the Road ist ja auch eine LKW-Simulation. Die ist aber, glaube ich, noch in der Early Access. Ich glaube, die ist noch nicht released. Habe ich auch schon ewig nicht mehr geguckt, wie da der Stand ist, muss ich sagen. Aber
Das letzte Mal, als ich da gefahren bin, waren die hier noch weit, 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 weit weg von diesem Detailgrad hier. Und von der Größe kann man gar nicht reden. Also die machen, glaube ich, auch nur eine Deutschland-Map. Und Euro Truck Simulator ist ja... hat ja viele Länder. Selbst im Basisspiel hat es schon ordentlich Länder. Und wenn man natürlich die ganzen Erweiterungen, DLCs kauft, Going East, Going North, Italien, Frankreich, weiß nicht, was es noch alles gibt. Jetzt demnächst das Schwarze Meer DLC. Dann hat man natürlich eine gigantische Fläche. Und wir müssen bald pennen. Bauchstraller. Achtung, und achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Da liegt ein bisschen Holz. Ich würde sagen, da ist ein LKW umgekippt. Der ist zwar nicht mehr dort, aber das Holz liegt halt noch da. Oder haben die da was aufgeschichtet und der Polder ist kaputt gegangen? Aber es sieht eher nach LKW-Ladung aus. So, wir könnten eigentlich auch das Licht ausmachen. Der Weihnachtsmann leuchtet trotzdem weiter. Wobei, das ist ein bisschen viel für eine LKW-Ladung. Ein bisschen viel. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich darf doch wieder 60. Doch alles gut. Ist doch alles gut. Ja, und wir müssen einen Schlafplatz finden. Das ist im Moment nicht so gut. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Schlafplatz. Da kommt Autobahn. Autobahn heißt, da müssten dann noch Raststätten kommen. Wäre zumindest zu hoffen. Ja, das ist eine Mautbrücke. Und dann rechts abbiegen. Das machen wir. Biege nach rechts ab. Bitte links halten. Ja. Und dann hoffen wir, dass da bald ein Rastplatz kommt. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Wir haben nie schon mal ein kleines, aber feines Problem. Biege nach rechts ab. Ich muss gleich mal gucken, wie viel Zeit wir eigentlich noch haben. Ich hoffe ja auch, dass wir dann bald mal wieder in Städte kommen, wo wir Schwertransporte machen können. Jetzt fahren wir schon extra so eine schwere Zugmaschine und dann ist nichts. Da ist frei, das ist gut. So, wie schaut's denn aus? Die Geschwindigkeitsbegrenzung. Wie schaut es denn aus? Da vorne kommt ein Rastplatz. Wird knapp, aber ja, wir haben nichts anderes vorher. Den müssen wir dann nehmen. Den müssen wir nehmen. Den oder keinen. So viel länger müssen wir einfach durchfahren.
Eine Weile kann man ja ein bisschen drüber. Nur wenn es dann zu viel wird, dann pennt man tatsächlich irgendwann ein und dann crasht's. Und das ist natürlich übelst. Übel, übel, sprach der Dübel und ging aus der Wand. Oder so ähnlich. Oder so ähnlich. Ja, ja, ich weiß, du wirst müde. Ich hab's mitgekriegt. So ganz zufällig. Rasthof, da gehen wir hin. Den nehmen wir, den gucken wir uns an und benutzen ihn auch. Wie sieht's tankmäßig aus? Ja, wir haben etwa halb voll. Ich glaube, wir gehen erstmal pennen. Sind wir jetzt eh schon über der Zeit? Lass uns eine neue Route finden. Immer geradeaus. Wobei, wenn wir schon hier sind, können wir natürlich eigentlich auch tanken, ne? Bietet sich einfach an. Es bietet sich sowas von an. Piep, 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 piep. Ja, ja, ich finde, ich bin schon auf einem Rastplatz und da wird er jetzt hoffentlich auch ein Parkplatz sein. Ja, genau. Immer geradeaus. Nein, nicht immer geradeaus. Genau. Und gute Nacht. So, da finde ich schön mit dem Stapler hinten dran. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist unsere Ladung. Einfach neutral weiß. Und ja, wir fahren weiter. Wir fahren weiter. Richtung Berlin. Irgendwo nach Polen müssen wir, ja? Irgendwo nach Polen. Warschau, Stettin. Bitte links halten. Jupp. Ja, wir sind hier richtig, ja. Geht klar. Gucken wir mal, wie weit wir heute kommen. Wir haben noch eine Fahrzeit von 8 Stunden. Das schaffen wir heute definitiv nicht. Sowas von nicht. Da werden wir uns unterwegs dann halt irgendwo entweder an den Rand stellen oder halt einen geschickten Parkplatz nehmen. Bitte links halten. Ja. Ja, genau. Links halten. Machen wir dann noch am besten. Sonst geht das sowas von in die falsche Richtung. Wäre nicht gut. Wäre ganz und gar nicht gut. Bitte links halten. Ja. Richtung Frankfurt oder Berlin-Schönefeld. Ja, nach Berlin-Zentrum wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja irgendwo nach Polen.
Mit was eigentlich? Mit geräucherten Sprotten. Okay. Geräucherte Sprotten. Schön, Schönefelder Kreuz. Ah ja, okay. Wir haben schon 18 Uhr. Dann wird es vielleicht mal doch langsam Zeit, Licht anzumachen. Wieso gehen da zwei Lichter an? Weil das ist dann Fernlicht. Ups. Standspur. Wenn der noch gleichzeitig die Nebelscheinwerfer anmachen würde, aber da kann ich nichts dran ändern. Da kann ich nichts dran ändern. Hallo. Hallo, Polizei. Aber wir fahren ja ein bisschen schneller als erlaubt, aber noch innerhalb des akzeptierten Rahmens. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Machen wir. Das machen wir doch glatt. Ja, und draußen sehe ich, geht schon die Sonne auf. Oder ist schon ziemlich weit aufgegangen. Warschau. Da kommt ein Rasthof. Ich überlege gerade, ob wir den jetzt nicht einfach nehmen. Oder wir fahren halt noch ein bisschen weiter. Und hoffen, dass in zwei, drei Minütchen nochmal einer kommt. Ups, was du machen? Ansonsten müssen wir halt auf den Standstreifen fahren. Das mache ich eher ungern, aber ginge zur Not halt auch. Wir warten mal ab. Weil jetzt wäre die Folge sonst halt mal zwei, drei Minuten kürzer gewesen. Aber ich würde gern die zwei, drei Minütchen durchaus weiterfahren. Da wird die Brücke renoviert. Okay. Okay. Warschau. Oh, hier kommt's. Wir sind an der Grenze, oder? Ja, wir sind an der Grenze zu Polen. Sehr gut. Da haben wir doch auch schon wieder einen schönen Punkt, wo wir dann jetzt den Cut machen können. Das passt jetzt zeitlich dann noch besser. Und dann fahren wir da gleich auf den Parkplatz. Genau, dann biegen wir hier nämlich jetzt rechts ab. Stellen uns da hin. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Fahrt gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Wenn wir dann unsere Fahrt fortsetzen, ne? In Richtung Polen oder in Polen vielmehr. Wir sind ja jetzt in Polen. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.